Guten Morgen, einen wunderschönen Sonntag, Ostersonntagmorgen früh wünsche ich euch. Ja, also, da sind wir wieder zurück. Nicht ganz da, wo wir gestern aufgehört haben, dazu komme ich aber nachher gleich. Erstes Mal wunderschöne Ostern wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, ich hoffe, ihr habt schon ganz gut gefrühstückt. Und würde ich sagen, legen wir nachher gleich los. Gestern waren wir in dem Spiel schon mal drinnen, auf Live and Land. Haben wir reingeschnuppert, haben wir sich reingetastet. Dann hat der Prodax noch ein bisschen ein paar Streams angeschaut von den anderen Leuten. Na klar, man muss ja immer spionieren bei der Konkurrenz, ihr wisst ja, wie das meistens ist, oder? Und dann habe ich festgestellt, dass ich eigentlich das Ganze viel falsch baue, beziehungsweise ich in falsche Richtung baue, beziehungsweise komplett falsch mache. Weil, Moment schnell, machen wir gleich, wo haben wir die Kamera? Da haben wir die Kamera. Dass ich das Ganze komplett falsch mache. Hallo Dani, hallo Micha, willkommen im Stream. Ja, und habe dann angefangen nach dem Stream nebenbei mal neu aufsetzen und dann habe ich einfach mal platziert und ging schlafen und habe auf Zeit 1 gelassen und jetzt habe ich dann halt ein bisschen mehr schon da stehen als sonstiges, oder? Aber ich habe immer noch meine Probleme, meine Schwierigkeiten, weil das Ganze, das heißt, ihr seht ja, mir schon nicht einmal Winter ist und schon der erste quasi abgestorben ist. Das heißt, die ist verhungert, die Sunny. Ja, ich weiß es auch nicht wieso. Futter würde es eigentlich mehr als genügend hier rundherum geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie muss es nur fangen. Ich habe noch extra einen Zaun hier rundherum gebaut, Schafe eingezäunt. Sie seht ja Haselaufen drin, eine Kuh lauft drin. Ja, die hat schon Durst mittlerweile, weil sie halt nirgendwo rankommt zum Wasser trinken. Irgendwann wird die auch noch verändern. Gibt es einen ganz guten Dünger, würde ich mal meinen. Gibt es ganz guten Dünger. Ich habe mir ein paar Streams angeschaut gestern und habe dann festgestellt, eben für Bauern ist es mal viel zu kurz oder viel zu eng zusammen. Jetzt habe ich ein paar Gebäude außerhalb ausgelagert. Mal schauen, wie das sein wird. Ein bisschen mehr auf die Werte drauf achten. Ich sehe aber einfach eben, wir haben im Moment Futter von 0,3 Tagen. Das heißt, unser Futter reicht für 0,3 Tage. Das heißt, nicht einmal für einen halben Tag reicht das Futter, geschweige denn für etwas anderes. Also das ist unser größtes Problem im Moment. Und dann fehlt noch an allen anderen. Ich habe aber das Gefühl jetzt im Moment, das heißt, Großbauen ist okay, aber ich habe ein bisschen zu arg jetzt Sachen platziert oder zu viel Sachen platziert und jetzt dieses Bauen wird sich halt nicht so ganz aufgehen. Oder zu viele Sachen auf einmal sind, vermute ich mal. Werden wir sehen, wohin das uns der Weg führen wird oder in welche Richtung das uns führen wird. Es wird definitiv heute wieder ein Streaming-Tag sein. Es wird aber weniger so sein wie gestern. Das heißt, wir werden das Spiel spielen, dann beenden den Stream, gibt es eine Pause zwischendrin, bereiten den nächsten Stream vor und dann kommen wir bei dem nächsten Stream zurück. Und so werden wir den heutigen Tag machen, nicht durchlaufen wie gestern 9 Stunden, weil die 9 Stunden, der alte Mann, ja, ihr wisst ja, das ist 9 Stunden, ist ja schon eine recht beträchtliche Zeit. Der Lars hat mir den noch ausgelacht und hat gesagt, ja, wie war das mit 12 Stunden? Wir waren knapp an der Grenze dran, oder? Ich habe gesagt, nein, lass es, wir diskutieren gar nicht weiter drüber. Gut, also, gut, bleiben wir da, wo wir sind. Ich habe jetzt hier hinten noch eine Jagdhütte reingestellt, wo dann die Wölfe gejagt werden, weil hier ist ein Wölfebau, habe ich gesehen, da unten drin, damit wir die ausschöpfen werden. Ich habe mir eine Jagdhütte hier hinten platziert, da wo die ganzen Hirsche herumlaufen, mit der Hoffnung, dass dann irgendwann diese Hütte gebaut wird und dann die ganzen Hirsche hier gesammelt werden können, dass uns das vielleicht den ersten Winter nicht retten wird. Aus diesem Stream ist, aus diesem Grund ist der Streamtitel: Willst du mein Einwohner sein, aber nur bis zum Winter? Ihr wisst ja, was gestern passiert ist. Der Winter kam und dann nur noch die Meldung: Erfroren, gestorben, erfroren, gestorben, erfroren, gestorben. Aus diesem Grund kann ich mir vorstellen, dass eure Lebenszeit hier bei mir auf dem Server oder in dem Gameplay relativ kurz sein wird. Es könnte unter Umständen auch noch passieren, dass wir nicht einmal unter Umständen volljährig werden. Wir haben jetzt aktuell den Stefan, der ist 24 Jahre alt, Luca ist 27, Erika ist 25.
Da Birgit Volker, ich sehe da ganz schwarz mit 8 und 9, würde ich mal sagen. Das könnte da ganz eng werden, oder? Aber der Prodax ist eh 16 Jahre alt, oder? Aber ein Vorteil, Stefan hat schon die Stufe 2 erreicht, er ist jetzt bei 33%. Ich hatte wirklich Hoffnung, weil meine Bewohner eigentlich alle schon bei 90% waren in der Stufe 1. Und da habe ich wirklich, da hatte ich wirklich Hoffnung gehabt, dass die alle gemeinsam Stufe 2 erreichen. Das wäre nämlich schön gewesen. Leider hat es nur der Stefan geschafft, alle anderen sind wieder runter abgesagt. Das heißt, werden wir sehen, woran das ist in den Fehler. Hallo Cisa, willkommen im Stream. Schnucki, Heimotter. Wie gesagt, sobald das neue Bewohner reinkommen, durch eure Aktivität im Chat, das haben wir gestern festgestellt, durch eure Aktivität im Chat, kommen denn die neuen Einwohner anhand von euren Namen im Chat. Das heißt, der plötzlich taucht ein Cisa auf, jetzt plötzlich taucht ein Schnucki auf. Und wenn ihr denn aufgetaucht seid im Server, beziehungsweise seid ihr im Game mit dabei, dann gebe ich nochmal den Link von gestern. Das heißt, da drinnen in diesem Link sind die Befehle, wo ihr denn mit diesen Befehlen, wo hier drinnen sind, bitte daran achten, dass es auf Englisch sein sollten, die Befehle, weil auf Deutsch haben wir gestern festgestellt, nicht alle funktionieren auf Deutsch. Slim Happy, hi, guten Morgen, willkommen Slim. Was? Dann aber als König. Cisa, jetzt mal, ich habe dir noch nicht erzählt, was dein neuer Arbeitsplatz sein wird, oder? Aber ich zeige dir ihn jetzt schon, der ist ja wahrscheinlich noch nicht gebaut. Hier wird ein neuer Arbeitsplatz sein. Und was ist das? Baustelle für die Mülldeponie. Du wirst hier. Da hast du zwei Stellen, weißt du mal. Diese zwei Arbeitsstellen, Mülldeponie zweimal, das wird deine Arbeitsstelle sein. Nichts als König. Du wirst vielleicht König von der Mülldeponie sein. Das ist aber alles. Dann ist das super. So, eben, ich habe einfach das Gefühl, dass ich wirklich, ich habe gestern mal bei diversen Jungs noch angeschaut, wie sie das machen. Aber klar, man muss ja ein bisschen sich reinfuchsen in das Ganze. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt hier diese Flächen für den Weizen ein bisschen zu groß angelegt habe. Weil Tipps aus dem Discord kamen folgende: Man sollte eigentlich, wenn die Winterzeit kommt, die Leute nicht so viel beschäftigen. Und sie sollten Essen haben. Wir haben aber jetzt für 0,2 Tage. Das heißt, ihr wisst ja, oder? Ein Tag ist ein Tag. Aber hier, wir haben nicht einmal für einen Vierteltag Essen im Moment. Ja. Stall haben wir platziert. Wir haben aber kein Personal. Und das ist mein größtes Problem, personaltechnisch. Wir haben im Moment 13 Bewohner. 13 Plätze wären noch frei. Wir haben im Moment zu viele Stellenangebote und zu wenig Arbeiter. Das ist das. Man hat aber gestern schon gesehen, diese Anbindung mit der Twitch, die funktioniert richtig cool. Da könnt ihr mit diversen Befehlen, ich kann euch schnell zeigen anhand von mir. Suche ich jetzt mal den Prodax raus, da ist er ja. Also verfolgen wir ihn mal, der ist... Ah, der schläft im Moment. Nein, das ist Silvia, wo ist der Prodax? Hallo? Folge dem Ziel. Was? Moment schnell. Strohhütte? Oh, ich schlafe mit der Silvia zusammen. Ja, dann guck aber lieber nicht rein, weil sonst werden wir Sachen sehen, wo man nicht sehen sollte. Das ist eh, ich habe umgestellt, dass man nicht die Nacht sieht, aber wir werden morgen um 1 jetzt. Lassen wir sie in dem Fall schlafen oder so. Weißt du, was das Spiel kostet? Das Spiel wird, die letzte Nachricht, die ich hatte, war $24. Spiel ist von der Schweizer her, das heißt, das ganze Team sind die Schweizer, ich würde sagen, sie sind komplett Schweizer. Es ist eine Schweizer Entwicklung, soweit nur so viel als Info, Herr Schnucki. Es sind aber keine Thurgauer und so, würde ich sagen, Schnucki. Es sind eher Aargauer, wo das machen. Keine Ahnung. Ich weiß zwar nicht, aus welchem Kanton das sie sind, aber sie sind keine Thurgauer, würde ich jetzt mal behaupten. Weil so schwer das Spiel nicht so gut gewesen. So, guten Morgen zusammen, ich wünsche euch auch eure Familie ein frohes Osterfest, für die, wo es feiern tun. Dankeschön, Julian, willkommen im Stream. So,
Also, und eben, dass diese Twitch-Anbindung funktioniert, werde ich jetzt hier sehen, wenn ich nochmal hier drauf gehe. Aber weißt du, machen wir mal so, gehen wir auf die Einstellung, Interaktion, und dann sehen wir 9 Namen sind verfügbar, wo reinkommen können. Das heißt, ihr könnt aber laut Spielhersteller, kann ja so sein, dass ihr als Mensch oder als Tier auf die Welt kommt, oder hier. Ja. Neue Tiere, neue Menschen, wo spawnen, kommen dann die Namen aus dem Chat rein. Und dann könnt ihr, jetzt wollt ihr anhand von Products schnell gucken. Moment schnell, Products ist am Schlafen, oder? Nein, das ist scharf jetzt. Moment schnell, müssen wir da drauf. Brody, schlafen, genau. Da schläft Products. Und irgendwo da in der Nähe war die Sylvie auch noch. Man kann ja, finde das Spiel interessant für mich, denke, werde ich mir auch holen. Wie gesagt, das heißt, Steam, so wie mein letzter Stand der Dinge ist 2. April, 16 Uhr. Das ist das. Ihr könnt euch einfach auf Steam das als die Wunschliste reintun. Es ist schon spannend, vor allem es ist ja folgendes. Du musst ja relativ denken. Es sieht ja einfach aus, das Ganze. Und was es ist, was wir uns... Wir könnten noch schnell etwas angucken. Das heißt, mal hier abspeichern. Mal hier abspeichern und dann könnten wir sich mal schnell, bevor dass wir hier weitermachen, mit dem ganzen Aufbau, sich mal schnell angucken, wie das eigentlich ausschaut. Moment, schnell, machen wir mal so. Speichern. Products.ch. Spiel speichern. Jetzt müsste eigentlich Spielstand da sein. Products.ch. Genau. Da haben wir, dann gehen wir zurück, dann gehen wir jetzt hier auf Editor und machen jetzt mal unseren Testspielstand auf und jetzt kann man sich mal angucken, das heißt eben anhand, ich habe ja gesagt, ihr habt ja die Levels, oder? Und anhand von diesen Levels schaltet ihr halt Sachen frei, wie Objekte, wenn man sich jetzt mal die Häuser anschaut, oder? Das heißt, nein, das ist Feuerstelle, jetzt muss er da sind Häuser. Also. Großer Bau. Das heißt, da wäre der große Bau, wo die Wölfe rausgekommen sind eigentlich. Oder die Wölfe drinnen waren. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwelche andere Tierarten, Grauwolf steht da, Feldhase oder Fuchs kommen daraus aus diesem großen Bau, oder? Und ich habe gesagt, mit jeweiligem Level habt ihr dann immer bessere Gebäude. Das heißt, wenn man sich jetzt anguckt, das wäre jetzt die Stufe 1 Hütte. Nachher kommen wir zu der Stufe 2, kleine Hütte. Das sieht so aus. Da gibt es die Stufe 3, die große Hütte. Und eben, seid ihr eigentlich ganz, ganz gut im Bauen oder euch euren Spielstand erstellen, dann könnt ihr hier mit diesem Editor euch eure Map, euren Spielstand, eure Welt selber platzieren, aufbauen, wie ihr das gerne hättet, möchtet. Flüsse. Flüsse platzieren, wie es aber geht, fragt mich etwas anderes im Moment. Müsste mich mal ein bisschen beschäftigen. Das heißt, mit dem Editor könnt ihr euch Sachen platzieren. Also, da wären wir jetzt eigentlich bei der großen Hütte bzw. Residenz. Die kann 7 Bewohner beherbergen. Die Stufe 3 war mit 8 Bewohnern und 8 Verbesserungen. Dann habt ihr 4 Bewohner und hier 2 Bewohner. Je nachdem, was ihr denn halt, welcher Level das ihr seid, könnt ihr je nachdem Sachen bauen. Und da gibt es auch von der Schneiderei Wassermühle. Das heißt, ihr könnt euch dann wirklich eure, jetzt kann ich die nicht platzieren, weil kein Wasser in der Nähe ist, klar. Weberei. Das heißt, es kommt dann eigentlich immer besser mit der, oder auch eine Windmühle, oder? Das heißt, von den Gebäuden her wird es einfach immer schöner und eure Stadt, eure Siedlung wird immer schöner. So. Und dann habt ihr da noch zur Auswahl, habt ihr Kerzoven, habt ihr die Wildnis, habt ihr Weltheim, Talheim oder Hochdorf. Je nachdem, welche Fraktion das ihr wählen wollt. So, ich werde aber jetzt nicht abspeichern das Ganze, weil sonst überschreibe ich mir das Ganze dort. Und gehen wir wieder zu unserem Dings, da machen wir schließen. Da drauf gehen wir wieder zu unserem Spielstand zurück.
und schauen wir uns dann das Ganze nochmal an. Klar, es braucht alles seine Zeit, was ich auch festgestellt habe, vorspulen oder zu schnell vorspulen ist nie eine optimale Geschichte, das ist aber bei den meisten Games so, dass dieses Vorspulen halt nicht immer vom Vorteil ist. Ich würde sagen, Nachtüberbrücken ja, aber tagsüber lassen wir die Bevölkerung arbeiten. Und was sehr wichtig sind, sind ihre Bedürfnisse. Die sind nämlich sehr, sehr wichtig. Weil anhand von ihren Bedürfnissen, ihren Aufsteigepunkten, steigt ihr auch im Level auf. Das heißt, ich habe das Level 2 nur durch das erreicht, weil halt da der Stefan 24 auch schon Level 2 erreicht hat. Das heißt, hätte ich jetzt einen Bewohner, der ein Level 3 erreicht, würde auch ich auf Level 3 sein. Da kann ich die Gebäude vom Level 3 eigentlich bauen, oder? Da seht ihr dann halt, was fehlt. Jeweiligen und wenn man jetzt beim Stefan drauf guckt, das heißt, er ist schon Stufe 2, hat Appetit, das heißt, Nahrung wäre nicht schlecht, wenn er ein bisschen mehr hatte. Dann haben wir von der ohne Wasser kein Leben, das heißt, auch Wasser wäre nicht schlecht. Wir haben ein paar Brunnen platziert, aber da, dass ich so viele Sachen platziert habe auf einmal, ist jetzt die Problematik, dass die ganzen Ressourcen fehlen, um den Rest zu bauen. Das heißt, ja, man muss dieses Gleichgewicht finden zwischen was platziere ich, was warte ich, was baue ich. Zu viele Sachen auf einmal platzieren ist auch nicht gut. Jetzt könnte ich gehen und, aber ich bin halt eine faule Socke, könnte ich gehen und sagen, hier Priorität auf pausieren, dass die ganzen Flächen hier, wo jetzt eigentlich gesetzt sind, pausiert werden, bis alles andere nicht gebaut wird. Das heißt, da werden keine Ressourcen hier reingetragen. Ich habe ja schon Weizenfeld eigentlich, das heißt, ich könnte jetzt mit dem Weizenfeld warten, hier dahinten ist, aber das ist jetzt eben das, dieses einzelne Durchklicken. Ihr wisst ja, oder? Ich habe schon durchgeklickt eben. So. Und das könnte jetzt wieder mein Verhängnis werden in der ganzen Geschichte, dass ich hier halt ja, zu viel platziert habe und zu wenig Leute habe, wo das Ganze bedienen bzw. arbeiten können. Weil was bringt mir hier dieser Stall, wenn halt Personal fehlt? Ohne Personal keine Wirtschaft in dem Stall, oder? Ihr wisst, was ich meine. Und es wird nicht besser, weil der Winter kommt immer näher. Das heißt, mit dem nächsten Winter, wisst ihr, was letztes, die gestern dabei waren, wisst ihr, was passiert ist. Das heißt, plötzlich, ja, ist ein Tod nach dem anderen eingekehrt. Und das werde ich jetzt hier sehen. Im Moment sind eigentlich noch alle relativ gut auf mit 100%. 99, hier 92. Das heißt, der Dennis ist schon ein bisschen am Schwächeln. Wichtig ist eben, dass eure Bewohner hier nicht runterfallen, fallen sich hier runter, kommen auf Null, sind sie tot. Aber ihr seht auch, der Dennis halt futtertechnisch, halt, er hat Appetit, oder? Wenn man jetzt durchschaut, Silvia ist nicht schlecht ernährt, Wasser fehlt ihr, sie ist zwar schläfrig, ein bisschen müde, obwohl, dass wir 13 Uhr haben. Das heißt, optimal wäre auch schon, was optimal wäre, ist ja, wenn unser Ding stehen würde, wo wir hier platzieren, Baustelle für das Gemeindezentrum, weil mit Gemeindezentrum könnten wir denn eigentlich anfangen zu regulieren, an welchem Tag das die Leute frei haben und von welcher Zeit zu welcher Zeit, dass sie arbeiten. Das heißt, man kann ja einstellen, sollen sie 6 Stunden arbeiten, ich glaube 9 Stunden, 12 oder 16 Stunden. Und dieses zu viele Arbeiten ist auch nicht gut. Sie brauchen, das heißt, eure Bewohner brauchen Freizeit. Sie brauchen Freizeitaktivitäten. Im Moment, wenn man guckt, bei der Bewohner teilweise, wird ja so sein, dass es dann heißt, Moment jetzt schnell, Petra, Bedürfnisse, paar Tücher, das ist klar, möchte nicht erfrieren und verbrennen, das ist auch klar. Irgendwo durch, Moment schnell, nein, da muss ich schnell zum Dings gehen, zum Stefan, das heißt, da habe ich gesehen, genau, da, ich möchte mit Freunden und Familie plaudern und neue Leute kennenlernen, verfügbar, Plauderung oder Plaudern an der Siedlung Feuerstelle. Was es halt noch verfügbar wäre, wäre Schankstube, die haben wir aber noch nicht, weil die müssten wir noch bauen, aber wir haben es noch nicht freigeschaltet. Oder Siedlung Herzhafte. Sehe ich das richtig dort?
Herzhafte Küche, genau. Andreas, herzlich willkommen im Stream. Grüße aus der Wien. So. Schöne Grüße nach Wien. Also, das heißt auch hier, das heißt herzhafte Küche, das heißt einmal Schankstube, herzhafte Küche oder Feuerstelle sind diese Ansammlungsstellen, wo die Leute soziale Kontakte pflegen, hegen, aufbauen, was auch immer. Das ist im Moment nicht so ganz optimal. Was nicht optimal bei mir jetzt bei ihm wäre, ist ja, einfache Kleidung fehlt. Besitzt einfache Kleidung. Das heißt, das sind die zwei Sachen. Benötigt die Zeit, um die Möglichkeit, dem Bedürfnis nachzugehen. Eben. Das heißt, im Moment, nur da, dass er viel arbeitet, hat er auch keine Zeit, diesen Bedürfnissen. Das heißt, das sind alles Sachen, wo sehr wichtig und zu beachten sind, oder? Es ist auf ersten Augenblick oder ersten Augenschein sieht das Ganze sehr, 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 sehr einfach aus, aber dabei ist es gar nicht so einfach. Jetzt machen wir schnell mal das Spiel runter. Moment, jetzt schnell. Und jetzt gehen wir nochmal schnell zu einer Prodi. Wo ist der Prodax? Hallo, da ist er. Jetzt folgen wir ihn. Das heißt Prodax, oder? Nein, Stefan, Petra. Hä? Nein, das Silvia schläft wieder. Der Brody ist auch schon wieder. Ah, das schläft, steht ja schon. Der Brody schläft schon, ja. Also, der Brody könnt ihr gar nicht sehen, weil der schläft ja schon die ganze Zeit. Der wacht mittlerweile gar nicht mehr auf, weil langsam Winter kommt, würde ich sagen. Hä? Es ist doch komplexer als gedacht, das Ganze. Und vor allem, was ich jetzt festgestellt habe, da sind die Tiere, wo eingeschlossen sind, oder? Und Problematik ist die, dass ich hier sah, diesen Zaun. Ich kann Feld abbauen, ich kann aber den Zaun, wo ich platziert habe, nicht abreißen. Das heißt, ich kann den Zaun nicht anklicken. Hier ist das Tor, aber das kann ich gar nicht anklicken. Das heißt, das ist schon mal drin. Ich wüsste im Moment auch nicht, wie ich diesen Zaun abreiße. Jetzt wäre eine Option, dass ich hier rein mal den Brunnen stelle, würde vielleicht. Vielleicht wäre das mal keine schlechte Idee. Aber ich bekomme diese Tiere, wo da drin sind, gar nicht mehr raus. Ich bin mal gespannt auf unseren ersten Winter. Ich bin gespannt auf unseren ersten Winter. So ist das. Und der könnte knallhart werden. Wir haben eben ein bisschen mehr Futter jetzt, 0,3 Tage, aber das ist viel zu wenig. Weil der Winter dauert ein bisschen länger als 0,3 Tage. So. Wir haben hier Getreidekörner, relativ nicht schlecht. Fleisch hat man auch schon wieder was bekommen. Was wir nicht haben, ist Gras. Das bräuchte man aber eigentlich auch. Jetzt gucke ich mal schnell hier. Hier habe ich umgestellt. Da haben wir noch kein Personal auch, drum sind auch keine Kühe in dem Stall. Wäre nämlich schön, wenn sich welche da drin wären. Dann haben wir hier, da haben wir umgestellt auf Feldhasen. Haben wir auch noch keine, weil, ja, auch hier fehlt Personal. In der Sammelhütte fehlt Personal. Diese Sammelhütte fehlt auch Personal, das heißt, die könnte ganz gut Getreide hier sammeln. Ja, wenn Personal fehlt, ist immer eine schwierige Geschichte. Dann haben wir hier eine Sammelhütte. Wenn man die anschaut, da sind zwei drinnen, wo arbeiten, gelagert. Wir hätten null Gras im Moment. Wir haben Getreidekörner und wir haben im Moment Rinde, Wurzel und Sprossen, wo gelagert ist. So, das ist das. Ja, mittlerweile bin ich nicht mehr so verloren wie gestern, aber immer noch nicht ganz optimal unterwegs. Es fehlt mir noch unsere Fischerstube da unten. Das heißt, da haben wir 44 Fisch oder Fleisch, wo gesammelt wurde. Aber das ist noch bei weitem nicht. Futtereffizienz plus 40%. Das sind die Verbesserungen. Ich würde sagen, mit Verbesserungen warten wir noch ein bisschen. Lassen wir unseren ersten Wirten durchgehen. Ich würde sagen, den Winter werden wir relativ schnell zügig überspringen. Mit geschlossenen Augen und so. Weil der Winter wird jetzt sowas von reinscheppern. Der wird so knallhart sein, sage ich euch jetzt schon. Da ist unsere Bordgrube, wo noch gebaut werden sollte. Das heißt, diese ist sein Arbeitsplatz.
Und wenn er anfängt zu bauen, dann müsst ihr, Personal kommt automatisch. Die Personen kommen automatisch. Das heißt, du tust ja diese Aufgaben abschließen oder immer wieder und so kommt auch dein Personal. Das heißt, je besser das dein Ruf sein wird, je besser, dass deine Personen da sind, je besser wird das heißt, auch mit dem Personal sein, beziehungsweise du fängst immer mit 10 Leuten an, oder? Bei mir sind jetzt schon 3 dazugekommen. Du wirst jetzt sehen, einfach, die kommen einfach mit der Zeit, kommen die automatisch. Nachher. Siehe zu, dass es den Bewohnern deiner Region gut geht und erreiche der nächsten Stufe im Bevölkerungsfortschritt. Das heißt, das ist alles, was dir eigentlich Leute bringt. Das heißt, deine Stufen, deine Bevölkerung, deine Zufriedenheit von der Bevölkerung, so kommen auch die Leute. Wir sind aber jetzt eh im ersten Jahr. Das heißt, aus dem Grund, im ersten Jahr müsst ihr einfach nicht zu viel erwarten. Aber ich würde auch nicht allzu groß bauen, das Ganze. Weil ich habe schon das Gefühl, dass ich schon zu groß gegangen bin jetzt für das erste Jahr. Ich weiß es noch nicht. Ich suche mich noch ein bisschen in dem Spiel. Und vor allem, ihr braucht etwas, das, was ich nicht habe, ist Zeit und Geduld. Vor allem Geduld ist gefragt. Wir haben Nacht. Springen wir mal durch die Nacht. So. Ihr seht ja, die Kuh springt herum wie wild. So, morgen 7, machen wir auf plus 2 und jetzt machen wir wieder auf Tag. Meistens, wenn die Leute kommen, ist hier oben links unter dem Namen, das heißt da, wo der G-Portal jetzt steht bei euch, dort unten spawnt ein so ein Buch, wird angezeigt und da kommen dann die neuen Aufgaben, neuen Quests dazu und auch wenn die Leute kommen, wird da angezeigt. Später, wenn das Dorfzentrum steht, oder Gemeindezentrum, dann kannst du dort drüber auch sehen, wenn dazu joint oder wer nicht. So. Angelo, hi, willkommen zu dir. Einen wunderschönen guten Morgen in die Schweiz. Frohe Ostern, dir, lieber Products, deine Community gleichfalls. Hab einen schönen Tag. Grüße aus Deutschland. Schöne Grüße zurück und schöne Ostern wünsche ich. So. Also, das heißt, du siehst ja eigentlich dann über entweder Gemeindezentrum oder halt hier oben links in der Anschluss, das heißt, da wo jetzt G-Portal-Logo ist, da unten Sportabuch, kann ich schnell mal Logo wegnehmen. Das heißt, da hast du jetzt eigentlich dieses Errungenschaften, wo du siehst und neben den Errungenschaften kommt dann eigentlich meistens so eine Map oder so ein Buch, wo du dann siehst, aha, jetzt sind neue Bewohner gespawnt. So, das ist das. Also, lassen wir mal das Ganze arbeiten, gucken wir mal schnell herum an unsere Bauten, wo wir platziert haben, was schon gebaut wurde oder nicht gebaut wurde. Eben, das ist für mich jetzt auch noch ein bisschen Fragerei, inwiefern, dass ich das verteilen darf oder inwiefern, dass ich das nicht verteilen darf. Weil einerseits steht ja, die Wege sollten möglichst kurz sein. Ja, das ist aber eure Welt. Das heißt, hier auf dieser Welt könnt ihr euch austoben und bauen. Aber ihr braucht Ressourcen, das ist das Wichtigste. Jetzt haben wir hier einen Holzfäller. Aber keine Personal hier. Das heißt, wir bräuchten wirklich Einwohner, wo da reinziehen würden, wo uns denn unser Notmangel hier, wo wir jetzt haben, eigentlich lösen wird. Ich denke jetzt, dieser Winter wird halt ein bisschen entscheidender sein. Ich hoffe aber, dass denn der zweite Winter halt oder bis zum zweiten Winter wird dann eigentlich relativ gut vorankommen. Oder auch nicht. Forstplatz. Machen wir zu. Vor allem, ich weiß nicht, wie die diese Tiere da rausbekommen sollte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung. Vor allem, es sind immer mehr da drin, oder? Sehe ich das richtig? Die Schafe haben sich vermehrt. Und ich könnte zwar noch dort die Leute einstellen, ein Problem ist nur, wenn ich sie einstelle, dann sind es... Ja, ihr seht ja, oder? Die sind eh schon
Meistens 97, 90% von der Auslastung her. So. Die blöden Eier sind so gut versteckt, da findet sie keiner. Ja, da. Wo die Eier versteckt sind, wo du suchst, Angelo, das weiß nicht. Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also. Personalfeld. Ich könnte jetzt jemanden einstellen hier eigentlich. Von der Auslastung her, der Dennis kann noch ein bisschen was vertragen, hä? Dann hätten wir den Dennis da drin noch. Und dann könnten wir hier auch nochmal den Volk reinstellen. Und den Stefan könnten wir hier einstellen, dass denn die zwei auch da noch betreiben. Vielleicht kommen wir dann besser zum Futter hin, würde ich mal meinen. Im Gras schreibt er rein. Ja, gut. Den musst du besser suchen, wenn sie im Gras versteckt sind. Weißt du, was ich meine? Den musst du einfach besser suchen, würde ich sagen. Dann haben wir hier unsere Dings, das ist eigentlich Products eingestellt bei beiden. Wie ist der überhaupt von der Auslastung her? Was macht der alles? Sägeplatz und Schneidetisch. Zweimal. Wo soll ich sonst meine Eier suchen? Das ist jetzt. Angelo, das ist jetzt so eine Kackfrage, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da jetzt alles, was ich antworte, wird schon falsch sein. So. Also. Ich würde sie vielleicht nicht im Gras suchen, würde ich mal sagen. Schon wieder Nacht, ist schon wieder Nacht, ist Wahnsinn, wie schnell das Ganze geht. Aber wir haben ein bisschen Gras dazu bekommen und Getreidekörner. Mal schauen, was passiert. Genau. Würde ich auch empfehlen, Angelo. Würde ich auch empfehlen, so. Wer ist noch nicht 100%? Der Luca könnte noch ein bisschen Arbeit vertragen. Haben wir hier eingestellt? Nein, da haben wir noch nicht eingestellt. Die Birgit könnte da reingehen. In diese Hütte. Und in diese Hütte stellen wir mal die Erika ein. So. Mal schauen, was passiert. Oder nicht passiert. Ja, es ist einfach ein Game, wo man halt wirklich Zeit braucht dafür. Und da sehr viel Zeit. Und sehr viel Geduld. Das heißt, es passiert, ist ja klar, am Anfang, bei den meisten Games ist es so, dass du am Anfang relativ viel Zeit brauchst. Mit der Zeit, wenn du den höheren Level aufgestiegenen Bevölkerung hast, wo eigentlich ziemlich gut alles abdeckt, dann ist es easy peasy. Danach kann jeder zocken. Aber bis du so weit kommst, dass du eigentlich dieses easy peasy erreichst, willst du halt brauchen, oder? Wird es halt brauchen. Dein Game sieht sehr komplex aus, dass du da Überblick behältst. Komplex ist, was heißt komplex? Es ist, du hast ja zum Überblick hast du ja relativ ganz gute Mechaniken, wo du eigentlich Sachen dran gucken kannst. Das heißt, einerseits siehst du die Auslastung von deinem Personal oder von deinen Leuten, wie sie ausgelastet sind. Andererseits siehst du die Wünsche von denen. Wenn du dann auf Namen draufklickst, siehst du, wie sie eigentlich ihre Verhältnisse sind. Haben sie Hunger? Haben sie Durst? Sind sie müde oder sind sie ausgeruht? Wie schaut's eigentlich aus? Das heißt, Energiereserven können hilfreich sein, besonders im Winter. Das heißt, der ist ein bisschen pummelig, der ist ungefähr so wie ich, oder? Der Luca, weil er pummelig ist. Das heißt, er ist gut ernährt, sagen wir mal. Gesundheit ist auch gut. Und Wasser halt hat jetzt im Moment kalt, oder? Das ist das. Seine Bedürfnisse im Moment sind. Erfrier hat nicht erfroren, hat nicht überhitzt. Wärme mich auf
und kühle mich ab. Das heißt, das ist jetzt noch ungenügend bei dem alles drum und dran. Was dir halt fehlt, sind die großen Tücher. Oder besseres, das heißt, großen Tücher oder Kleidung, das fehlt im Moment. Das heißt, er läuft nackig herum. Hat aber dann kein Problem mit der Leiersuche, würde ich sagen. Sonst, er hat eine Behausung. Das heißt, zu essen sollte, hat er im Moment auch noch genügend und auch seine Gesundheit ist im Moment soweit alles in Ordnung, oder? Ich habe aber immer noch Level 1. Das heißt, ein Level 1, ihr seht ja, steigt ein bisschen, sinkt wieder ein bisschen ab. Und das ist das, was abhängt, dass ich wieder zum Level 3 komme. Wir haben ja vorher den Stefan gesehen, wo Level 2 ist. Der war schon irgendwie so bei 20%, jetzt ist er bei 50. Das heißt, bei ihm geht es langsam vorwärts. Aber ihm fehlen im Moment Gemeindezentrum und ihm fehlen im Moment bessere Kleidung. Das heißt, er gibt sich schon meistens mit der einfachen Kleidung nicht ab, sondern er möchte wirklich gerne bessere Kleidung haben, wo ich aber noch nicht habe. Das heißt, die besitze noch gar nicht, oder? Die besitzen wir noch gar nicht. Und die meisten, ihr seht ja von den ganzen Leuten, die meisten brauchen einfach diese großen Tücher, wo ich im Moment nicht produzieren kann. Einerseits würden mir Ressourcen fehlen, andererseits würden mir Personal fehlen. Das heißt, ihr seht ja, Stefan hat 3 Jobs, Erika hat 2 Jobs, Vincent hat 1 Job, Products 2, auch Birgit 2. Und das heißt, wenn du schon mit 2 Jobs mit 100% ausgelastet bist, dann kannst du nicht erwarten, dass du beides dann halt gleich schnell erledigen kannst. Der möchte mal hier, der Braham möchte nicht dreckig sein, das heißt, was uns fehlt, ist die Abortgrube, die ist noch nicht gebaut, die müsste gebaut werden. Platziert ist es schon und wir sind kurz vor dem Winter. Ungefähr, wo ich was platziert habe, weiß ich, oder? Hier ist die Abortgrube hin platziert, das heißt, die ist optimal, wenn er möglichst weit weg von eurem, das ist ja so wie immer, Mülldeponie will ja keiner vor der Haustüre haben. Die möchte er definitiv möglichst weit weg von euch wegnehmen, oder? Ich würde einfach den Tipp geben, in diesen Weizenflächen, wie ich jetzt hier platziert habe, die sind relativ groß. Ein bisschen das Ganze kleiner zu halten, vielleicht am Anfang. Und nicht so viele Gebäude auf einmal setzen. Aber bei den Produktionen, wie Sägewerk, Sammelhütte, nur eins wird nicht reichen. Nur eins wird nicht reichen. Das heißt, ihr werdet schon höher, mehr setzen müssen. Passt aber einfach am Anfang auf, dass ihr halt wirklich diese Übereinstimmung und dieses Gleichgewicht habt. Arbeitsplätze mit Personal, oder? Wird es das auf Steam geben? Das Spiel wird es auf Steam geben. Das heißt, ich kann euch schnell zeigen, es gibt ja auf Steam. Moment schnell. Das ist jetzt falsch. Ich muss schnell mein Steam aufmachen. Ziehe aber schnell das Fenster da rein. So, Bibliothek, Startseite, machen wir gleich schon mal Dings auf, da seht ihr das direkt. Das heißt, das ist das Game. Shopseite, hier könnt ihr das Spiel jetzt im Moment auf die Wunschliste draufsetzen. Ich habe es jetzt 11,7 Stunden gespielt. Zwei Freunde, das heißt Wünsche, Stubi wünscht sich das Spiel schon mal und Danny Meder wünscht sich das Spiel, hat er schon in den Dings drin. Das heißt, da könnt ihr es auf die Wunschliste draufsetzen. Der Link vom Steam wäre kopiert. Das heißt, einmal für den YouTube-Chat und einmal für den Twitch-Chat. Und da könnt ihr das auf die Wunschliste drauf tun am 2. April. Sollte das veröffentlicht werden, 16 Uhr stand es ja. Kostenpreis war ja mit $24 irgendwas, Punkt irgendwas noch angeschrieben. Klar, je nachdem wie die Währung ist, wird das auch halt von einem zum Land ein bisschen variieren. So, es ist ein Early Access. Es gibt eigentlich auch ein Discord dazu. Moment schnell, jetzt gehen wir schnell mal folgendes. Das heißt, ich gehe mal schnell mal auf diese Wiki, die ich letztens mal vorher auf Twitch gepostet habe. Das war ja die hier. Ziehen wir die auch noch rein. Das heißt, auf dieser Wiki, da ist es für die Twitch-User, diese Twitch-Integration. Das heißt, das wollte ich euch auch noch zeigen, schon x-mal und habe noch nicht gezeigt. Machen wir nachher gleich. Moment, gehen wir schnell mal runter. Seiteninformation, das ist
Ich bin nur schnell am Schauen, ob irgendwo Links zu den ganzen Seiten von Ihnen sind und auch der Discord-Link. So. Das, oh, wir, unsere Glocke hat geläutet. Unsere Glocke hat irgendwas ist passiert. Szenario, Editor, da ist eigentlich alles beschrieben. Ihr könnt das eigentlich auch auf Dings übersetzen, auf Deutsch. Moment schnell. Offizielle Wiki. Ich bin nur gucken, wo der Link zum Discord ist. Von den Jungs. Was es aber gibt eigentlich, wir könnten das eigentlich anders machen. Moment schnell. Wir machen das anders. Gehen wir schnell da drauf. Google. Of Life and Land Game. So, gehen wir da drauf. Das ist Steam-Anbindung. Da. Kerzoven.com. Das heißt, was es eigentlich gibt, ist ja so wie bei den meisten Spielen, gibt es ja auch hier ein Kickstarter-Programm, wo ihr dran teilnehmen könnt. Die ganzen Kickstarter haben jetzt, habe ich gestern im Discord gesehen, haben eigentlich auch Discord-Link ist ein Steam-Link. Alles klar, danke, Cisa. Das heißt, die Kickstarter haben gestern das Spiel schon erhalten, spielen können. Das heißt, hier wäre die Kickstarter-Version. Und da habt ihr dann alle Links zu Steam, zum Discord, zum Wiki, zum Reddit, zum Twitter, zum YouTube, Instagram, zu den ganzen Kanälen. Ich gebe euch den auch nochmal schnell. Dann habt ihr das eigentlich auch bei euch. So. Wollt ihr den Gamer, das Team unterstützen, könnt ihr über den Kickstarter eigentlich das Ganze auch nochmal tun. So. Also, dann machen wir da wieder zu. Da habt ihr auch noch mal ein paar Informationen, die, wo sich mit Englisch nicht auskennen, die meisten Übersetzer, Browser, könnt ihr den halt da oben aufs Deutsche übersetzen. Gut. Also, wir haben den Winter. Es hat geläutet. Der erste Winter, der erste Schneefall, die Menschen überprüfen die Lager der Lebensmittel und verfügen mit verfügbaren Materialien. Hoffentlich überstehen wir die kalte Jahreszeit. Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden bei mir, he? Mit der kalten Jahreszeit. Jetzt wollten wir... das Game sieht nicht aus. Es ist interessant, es ist interessant, es ist spannend und vor allem, was mich in Wunder nehmen würde. Etin Nummer 1, hi, willkommen im Stream. Servus zusammen, schöne Ostern, gleichfalls. Eben, jetzt wollte ich euch was Folgendes zeigen. Gehen wir mit der Zeit runter, damit uns wieder die Zeit nicht überholt. Jetzt müssen wir den Produkt suchen, bevor das er stirbt. Jetzt müssen wir den Produkt suchen, bevor das er stirbt. So, wo ist er? Ah, da läuft er. Mit dem Holz läuft er herum. Also, jetzt geht der Produkt in den Chat. Moment schnell, jetzt mache ich nochmal schnell das Fenster auf. Machen wir hier Videoaufnahmegerät, Bildschirmaufnahme. Da seid ihr, seht jetzt den Products und auf Twitch habe ich euch vorher den Link von der Wiki reingetan mit der Twitch-Integration. Moment schnell, jetzt gehen wir schnell mal da drauf. Ich gebe euch den Link noch einmal, die es nicht gesehen haben. Wenn ihr als Spieler im Spiel, das heißt, das geht ja nur mit Twitch, wenn ihr den Leuten zuschaut, wo das Spiel spielen, und die diese Integration gemacht haben, den spawnt ihr als Zuschauer, als neuer Bewohner auf dem Server, da oft im Spiel drinnen. Und nachher könnt ihr zum Beispiel mit euren Befehlen, ob das Hashtag oder Ausrufezeichen ist, das werde ich jetzt auf Twitch schnell machen. Ihr seht ja, der kommt automatisch über den Kopf Emoji rein. Das heißt... Alles, was ihr darüber kommuniziert, mitteilt, könnt ihr das im Spiel rüber einteilen zu eurer Person oder zu eurem Charakter hier im Spiel. Geht aber nur, entweder ihr seid schon aktiv im Chat, bevor das Spiel startet, damit euch das Spiel erfasst, oder wenn irgendein neuer Bewohner, neues Tier hier auf der Welt spawnt oder geboren wird. Dann geht das eben auch. Und anhand von dem, da habt ihr aber zum Beispiel auch noch, könnt ihr eure Gefühle ausdrücken
oder eure Wünsche, was auch immer, zum Beispiel mit aus Hashtag Date. Ob das jetzt Datum gemeint ist oder Date andersherum, weiß ich nicht. Oder auch andersherum, der Brody ist depressiv, schlechtes Wetter. Oder der Brody ist, auf Deutsch gesagt, angepisst. So, da sieht man die Unterschiede zwischen dem Charakter, wo im Twitch-Stream dabei ist, oder dem Charakter, wo im Spiel als KI ist, ist ja anhand von der Emoji-Farben. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden finden würde, wo... Ah, da. Seht ihr? Hier ist es das Ganze in grün gewesen. Das heißt, alles, was von Twitch auskommt, ist es nachher dann halt in violett. Aber das ist dann nicht dauernd drauf, sondern ich müsste dann gucken, wo ihr seid. Und dann kann man sich das Ganze dann angucken. Im Moment seid ihr nicht drauf, weil ich neuen Spielstand gestartet habe gestern Abend. Aus dem Grund sieht man euch jetzt im Moment nicht. Und noch keine Leute gespawnt sind. Jetzt haben wir ja eh Winter. Im Winter passiert eh nicht, außer dass die Leute sterben. Ich würde sagen, mach aber diesen Winter weg und komm aber wieder in den Frühling. Da gibt es wieder mal ein bisschen mehr Spannung. Das mach aber ganz schnell. Und mach aber Augen zu. Ich mache hier mal die Bevölkerung auf. Da könnt ihr zuschauen. Im Moment schaut es noch gut aus. Im Moment schaut es noch gut aus. Da, der Vincent könnte abkratzen. Ja, der Vincent wird abkratzen. Aber auch die anderen sind es langsam. Der Vincent ist ganz fertig. Der Vincent ist... So, RIP für den Vincent. RIP für die Birgit. Volker ist auch drauf. Georgia ist auch drauf. Ja. Hä? Oh, da oben sind noch mehr. Der Petra und der Dennis haben auch abgekratzt. Ja, ihr seht ja, so schnell kann das gehen. Die anderen kommen soweit gut voran. Aber unser Problem ist jetzt halt, ein paar Leute sind gestorben. So, Zeit runter. Auf 2. Jetzt werden wir schnell durchgucken, die ganzen Meldungen. 6 Stück. Da sind die ganzen Tote. Die Petra, die ist erfroren, hatte Appetit. Durst war okay. Ruhe in Frieden, Petra. Der Vincent genau dasselbe. Der war müde, der war nicht hungrig, aber er ist erfroren. Ja, Entschuldigung, wenn er halt barfuß herumläuft, wisst ihr, was ich meine? Das gleiche ist mit dem Dennis gewesen, der ist auch erfroren, oder? Arbeitet bei Forstplatz. Volker, 9 Jahre, ja, eben, ihr seht ja, oder? Alter schützt vor dem Tod nicht, oder? Er war müde. Und auch sie ist erfroren. Und jetzt hat man hier das, was ich schon vorher gesagt habe. Nehmen wir aber nochmal das G-Porter-Logo weg. Hier oben unser Buch, neue Aufgabe, neuer Ziel. Ein Grund zum Feiern und neues Saatgut. Das sind zwei neue Aktivitäten, wo die jetzt gespawnt sind. Machen wir mal da. Eine Angestellte vom Gemeindezentrum kam auf dich zu. Sei gegrüßt. Vor einem Jahr sind wir hier in Kerzowen angekommen. Seither haben wir so viel erreicht. Das gehört einem großer Fest. Kannst du mir bei der Vorbereitung helfen? Ihr könnt ablehnen oder ihr könnt abnehmen. Nehmen wir einfach mal RIP. Genau, Micha. So, nehmen wir einfach mal das Ganze an. Das heißt, wir brauchen ein Gemeindezentrum und eine Decke, Hochebene, Wüste. Gemeindezentrum ist gesetzt, aber noch nicht gebaut. Und wir haben neues Saatgut erhalten. Nehmen wir eigentlich auch an. So, machen wir hier auf 3. Oder machen wir auf 5, damit es ein bisschen vorwärts geht. Und da brauchen wir 250 Getreidekörner für neues Saatgut, damit das dann halt erscheint bzw. hergestellt werden kann. Ja, der Winter. Dieser Winter, hä? So. Es wird aber nicht besser, weil wir jetzt statt 13 Bewohner nur noch 6 oder 7 haben, oder? Jetzt brauchen wir neue Bewohner. Level 2 sind wir immer noch. Jetzt gucken wir noch mal schnell da drauf. Wo ist unser Level? Oh, Level 2 sind aber ein paar Leute. Silvia ist Level 2, Luca ist Level 2, Stefan war schon Level 2, Erika ist noch Level 1, Prodax und Brehem sind Level 2 mittlerweile. 2 haben wir jetzt noch auf Level 1. Das heißt, jetzt geht es darum, wie viele Bewohner das wir hoch haben. Da seht ihr auch hier in Übersicht 5 auf Level 2 und 2 auf Level 1. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen.
Auf Steam finden. Dankeschön für den Tipp. So muss ich Ohren umstellen. Ich habe einen schönen Tag zusammen. Gleichfalls, Angelo. Viel Spaß. Meine Uhren stellen sich automatisch um. So, also. Lassen wir mal laufen und beobachten, was passiert. Da ist unser Brunner. Unsere Kuh, die drinnen war, würde ich sagen, die ist abgekratzt, die ist nicht mehr da. He. Wir haben nur noch 2, 4, 5 Schafe. Ist das Alter von den Schafen, weil die Zahlen drauf sind? Genau, Alter 4-jährig. Das heißt, die haben sich hier vermehrt. 3-jährig, 2-jährig, 2-jährig, 2-jährig. Auch eure Tiere vermehren sich. So, jetzt gucken wir schnell aufs Baumenü, ob sie da was getan hat. Da, die Stellen haben alle gebaut. Käserei haben auch. Wir haben aber keine Molkerei im Moment oder keine Milch. Es benötigt halt Milch. Und Milch hätten wir jetzt noch nicht. Hier haben wir kleine Hütte. Noch nicht platziert, würde ich sagen. Die warten wir noch mit platzieren, weil wir haben noch genügend Baubehausungen. Gemeindezentrum haben wir platziert, muss gebaut werden. Abortgrube haben wir platziert. Zunfthaus haben wir noch nicht freigeschaltet. Oder noch nicht implementiert. Organisiert und regelt das Gewerbe. Und da seht ihr jetzt die einzelnen Stufen. Je weiter das in der Stufe aufsteigt, umso besseres Gebäude könnt ihr dann halt bauen. Von Kloster, Statue, Barbierchirurgie, Schatzkammer, das heißt, da könnt ihr nachher wirklich ganz viele Sachen bauen. So, das wäre. Panda, Givio, liebe Pelikinoche Plastik, Hvala Nako. Das heißt, je weiter, dass ihr im Level seid, umso besser könnt ihr das Ganze bauen nachher. Und auch schöner bauen. Aber da geht's eben los. Darum würde ich mit den Zäunen, wie eine Zäune platziert, würde ich ein bisschen aufpassen. Weil mindestens Stand jetzt könnt ihr keine Zäune abreißen. Oder ich habe mich noch nicht damit. Moment, ich probiere mal anders herum. Seitenobjekte. Das ist nett. Modifikation, Levelobjekte. So, Moment, schnell, jetzt gucken wir mal schnell. Das ist Gartenbeet, wo man anzeigt. Ich könnte nur dieses Gartenbeet entfernen, aber den Zaun sich selber kann ich nicht entfernen. Mindestens vorläufig nicht. Mindestens vorläufig nicht. Egon Heiber kommt ins Stream. Wunderschöne Ostern wünsche ich. So, und ich würde sagen, im Anschluss von diesem Stream werden wir nachher den Stream Donnerstag haben wir ja das andere Spiel gespielt, wie heißt es nochmal? Die Story von, ja, genau die. Dass wir dann später nachher das andere Spiel starten, bevor dass wir dann am Abend Katrin Heiwekommen Stream, bevor dass wir dann am Abend den Landwirtschaftssimulator wieder spielen. An der Story weitermachen, wo wir letztens aufgehört haben. Ich fand die Story relativ interessant. Spiel heißt Bibliothek Horizon Forbidden West. Das heißt, die, wo am Donnerstag dabei gewesen seid, die habt ihr denn das Ganze schon erlebt, würden wir dann einfach dort weitermachen, weil diese Story ist wirklich sehr interessant dort. So. Also, dann gucken wir schnell mal unsere Gebäude durch. Erika ist da. Wir haben Milch. Wir haben Bretter. Das ist schon mal gut. In der Unterkunft haben wir 2 Kühe. Das ist auch schon mal gut. Jetzt gucken wir schnell zu dieser Unterkunft darüber. Aber komisch ist, wir haben dort Milch. Moment jetzt schnell. Ah, Käserei ist noch nicht gebaut. Stimmt ja, da war doch irgendwas. Und hier haben wir Feldhasen, noch gar keinen. Personal ist noch niemand drin. Das heißt, da müssten wir jemanden einstellen. Wir machen aber Products. Der Products ist noch nicht hundertprozentig ausgelastet, also komm, Prodi. Klar,
Da haben wir schon Personal reingesetzt, aber leider ist dieses Personal gestorben im Winter. Leider ist dieses Personal im Winter abgekratzt. So. So ist das. Also, lassen wir den Prodi hier drin arbeiten. Was haben wir hier? Da wäre der Luca noch drin. Wir haben hier ein bisschen Getreidekörner und 0 Äpfel im Moment. Das heißt, haben wir nicht viel drin. Und hier kommen raus gar nichts. Braucht man die überhaupt? Kann man das abreißen? Kann man nicht, oder? Folge dem Ziel. Kann man nicht, okay. Das muss hinten auch noch gebaut werden. Was ist das da überhaupt? Zinnvorkommen. Es gibt sogar Eisenerze. Hä? Zinnvorkommen ist hier oben. Und da unten ist auch Zinnvorkommen. Da ist Grauwolf. Hier ist auch Grauwolf, das wissen wir ja. Und da ist eine Kuh. Was hätten wir hier? Auch Zinnvorkommen. In dem Fall hier auch, genau. Gut. So, wo ist unser Bau? Da ist unser Bau. Jetzt sind diverse Dingsfelder schon fertig gebaut. Die haben wir pausiert, die werden nicht gebaut. Die werden nicht gebaut. Wir haben Futter im Moment für 0,1 Tage. Dann vergibt sich einfach kommen ins Stream. Ja, dann lassen wir das einfach mal laufen und trinken unser gemütliches Kaffee und beobachten, was passiert. Ich glaube, ich bin wirklich überlegen, ob ich hier diesen Spielstand weitermache oder komplett neu starte. Und das Ganze anhand von den Baugeschichten, das heißt dieses Weizenfeld, statt so groß wie es jetzt ist, nur bis ungefähr den Teil machen, oder? Dass wir da Weizenfeld haben. Da könnte wir Ding so weit groß haben im Moment, aber nicht einzäunen, damit wir noch abreißen können. Hütten würde ich sagen, lassen wir mal so, wie es ist, das Dorf. Auch die zwei Feuerstellen, da haben wir im Moment null Fleisch. Brottechnisch auch nichts, sonstiges nichts, die ist leer, komplett. Da haben wir auch noch nichts, weil ihr seht, aber da sind noch diverse Sachen, wo gebaut werden sollten, wie zum Beispiel der Ziehbrunnen. Molkerei. Da ist Materialkiste. Mühle, Getreide. Da haben wir Brotbäckerei, das heißt die kleine Bäckerei, das heißt, wo eigentlich Brot gemacht werden sollte. Aber was bringt mir das alles, wenn ich zu wenig Leute habe im Moment? Ich muss mir vielleicht mal Zeit einnehmen und mal sich mit dem Ganzen beschäftigen. Level 1, die könnten vielleicht durchs Level 2 reinschaffen. Bei Level 2 sieht es im Moment relativ wieder mickrig aus. Zum Beispiel der Stefan war schon bei 50%, der ist wieder runtergefallen. Das heißt, er hat wieder ein Level verloren, weil er Hunger hat. Das heißt, man hat zu wenig zu essen. Und weil er halt müde ist. Schon um Mittagszeit, wisst ihr, was ich meine? Er hätte vielleicht die ganze Nacht durchzocken sollen, der wäre weniger müde, würde ich meinen. Er hätte vielleicht mal schlafen sollen in der Nacht.
Von der Temperatur ist es am angenehm, Gesundheit ist soweit gut, 80 von 80. Und das sind Energiereserve, oder? Genau. Seine Energiereserve ist durchschnittlich. Aber er hat Hunger. Das heißt, das ist nicht außer Acht zu lassen, weil halt Appetit oder genügend Hunger oder genügend Essen ist halt wichtig für die Leute, oder? Und das sieht man jetzt auch bei den Bedürfnissen. Ich würde gerne einen Teller vom Teller essen und nicht vom Boden. Das heißt, die Topferei fällt, die ist platziert, aber noch nicht gebaut. Denn da ist gut, Kleidung ist total miese. Ich möchte nicht dreckig sein, die Abortgrube ist noch nicht platziert, aber das ist auch noch total miese, oder? Das bringt mir jetzt im Moment auch noch, denn ich halt, die sozialen Kontakte sind ungenügend und ich möchte in einer Fraktion sein und mindestens ein Gemeindezentrum haben. Ja, Junge, da musst du halt anfangen arbeiten, das geht nicht anders. Jetzt ist eine Frage, Abortgrube haben wir hier gesetzt, oder? Was ist hier die Priorität? Machen wir Priorität auf hoch, damit die gebaut wird. Mindestens die erste. Und hier Gemeindezentrum machen wir auch Priorität hoch im Moment. So. Mit der Hoffnung, dass diese zwei Positionen relativ schnell gebaut werden. Das ist das. Ihr könnt bei euren Bauten Prioritäten setzen, das heißt hoch, normal, tief oder das Ganze auch pausieren. Baustelle, was haben wir hier für eine Baustelle? Ziehbrunnen, Molkerei. Machen wir einen Brunnen und Molkerei auch nochmal hoch. Aber eben, wir haben im Moment sieben Bewohner. Das heißt, mit sieben Bewohnern komme ich nicht weit. Und in der Nacht arbeiten sie eh nicht. Und wenn wir jetzt den einstellen, wenn wir dann das Gemeindezentrum haben und den noch einstellen können, dass die dann eigentlich noch freie Tage zwischendurch haben, dann werden sie noch weniger arbeiten. Aber das ist wichtig für die Erholung, für die sozialen Kontakte und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie ist es bei euch ist. Seid ihr müde und erschöpft, dann habt ihr auch keinen Bock, in den Ausgang zu gehen noch. Aus dem Grund brauchen auch eure Bewohner halt nachher die Freizeit. So. Ich könnte jetzt böse sein. Soll ich jetzt böse sein? Das Einzige, was ich bei mir vermehrt, sind Schafe. Ich habe statt 5 habe ich schon 6. Das Einzige, was ich bei mir vermehrt, sind diese Schafe, wo hier in diesem Gehege eingesperrt sind. Die sind wunschlos glücklich. Das ist wirklich das Einzige. Soll ich jetzt hier rein so einen Schafstall setzen? Das wäre fast das Beste. Zweijährig, vierjährig, dreijährig, zwei, auch zwei. Ich habe definitiv habe Schafe, die vermehren sich das Einzige. Ich müsste eigentlich, ich glaube, Schafstall da reinsetzen. Wäre viel gescheiter gewesen. Weil ich habe irgendwann in diesem Gehege so viele Schafe, dass es mehr als Bewohner, würde ich sagen. Das haben wir jetzt schon fast.
Das haben wir jetzt schon. Mein Dorf wird in der Zukunft von mehr Schafen bewohnt werden als von den Bewohnern. Müsst ihr da aufpassen. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was passiert. Am Ende habe ich wirklich, ich habe jetzt schon 3, 6 Schafe und 7 Bewohner. Also, das, den Zustand haben wir bald erreicht. Wie schaut es hier aus eigentlich? Bruder ist da am Arbeiten, Unterkunft. Feldhausen haben wir keine drin. Hier haben wir die 2 Kühe. Wir hätten Milch eigentlich, nicht schlecht. Und Bretter hätten wir hier, das ist schon mal gut. Und so vom Rest, was wir gesetzt haben, ist schon nichts gebaut worden. Nein. Es wäre nämlich gut, wenn die restlichen Sachen gebaut worden wären. Hier soziale Kontakte, seht ihr? An der Feuerstelle. Morgen nach dem Frühstück oder morgen beim Aufstehen direkt schon mal soziale Kontakte pflegen. Mein Fokus liegt aktuell bei Schafen, wo in diesem Gehege drinnen sind. Der Moment, wenn du mehr Schafe hast als Bewohner. Es ist wirklich zum Davonlaufen, ey. Oh Mann, ey. Dieser Moment, wenn du wirklich mehr Schafe als Bewohner hast. So. So. Lass aber mal laufen so. Ich bleibe aber hier mal gucken, vielleicht. Jetzt haben wir immer noch 6 Schafe hier drin. Okay, das passt noch. Wir haben jetzt den Frühling bald durch und unser Gemeindezentrum und der Rest noch nicht gebaut. Nein. Nein, das heißt ja, es geht schleppend voran, ne? Es geht schleppend voran, so. Soderli. Das haben wir auch durch. Das passt. Gebaut ist noch nichts. Das heißt, wenn etwas gebaut wird, dann hört er das meistens. Dann kommt das meistens so als Zeichen denn. Beziehungsweise gibt es dann meistens eine Glocke, wo aktiviert wird. Futter 0,1 Tage haben wir, alter Schwede, jetzt mal ohne.
Wie komme ich da auf den grünen Zweig mit dem Futter? Wir haben ein bisschen Gras, das wird aber definitiv immer direkt wegverbraucht, was wir brauchen. Es wird gebraucht und nicht verraucht, nur so als Info. Ja? Vielleicht, aber am zweiten, wenn jemand von euch das Spiel nachher spielt, kann er mir den Tipps geben, wie ich es machen muss, dass ich auf den grünen 2 komme. So, da wurde der Pilz gefunden, das ist schon mal gut. Nochmal ein Pilz gefunden. Wir hätten hier 51 Pilze. Feldhase haben wir 0. 0 Feldhasen, aber die ganze Zeit laufen Feldhasen herum. Aber Hauptsache unsere Schafe sind glücklich. Ja, ist ja klar, wenn sie die ganze Zeit was zu futtern haben hier drin, ist ja klar, dass sie glücklich sind. Wäre ich hier auch, oder? Nico Heverkönstrin. Frau Oster, gleichfalls. Hauptsache unsere Schafe sind glücklich, das ist so wichtig. Ich platziere mich nachher wortwörtlich, wenn jetzt nochmal ein Schaf spawnt, ich sag's euch, ich platziere mich da rein in den Schafstall. Hier wäre die Topferei, oder? Genau. Da fehlt uns ausstehende Güter. Stein fehlt uns. Wir haben doch den Steinmetz. Sogar zwei. Wir haben aber kein Dings, ah ja, keine Personal und so. Ja, ist ja klar. Also Silvia, du da und Erika, du da. Wir haben keine Steine. So. Ihr müsst arbeiten. So, mit der Hoffnung, dass es jetzt vorwärts geht. Da läuft eine Kuh herum. Fischerbecken ist auch leer, da hat man auch leer. Klar, mit 7 Personen hat man nicht eine Menge an Personal, wo halt herumlaufen würde. Aber dafür sind jetzt alle Level 2, das ist schon mal Vorteil, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, wenn alle Level 2 sind. Aber alle sind im Moment relativ fast hundertprozentig ausgelastet. Ausrüstung, wir hätten 3 Tücher, hä? Oh. Wir hätten tatsächlich 3 Tücher zur Verfügung. Hätte ich nicht gedacht. So. Ich glaube, ich muss das ganz anders bauen. Oder Geduld haben. Wir haben noch 6 Schafe. Gemeindezentrum wäre nämlich wichtig, weil dann könnte man Handel anfangen betreiben, beziehungsweise die neuen Dings aufdecken, neue Regionen und den Handel betreiben.
So. Also. Ich würde sagen, wir haben immer noch sehr scharfe, hä? Oder was meint der Chat dazu? Oder was sagt der Chat dazu überhaupt? Chat, ich brauche eure Hilfe. So, da, danke schön. Brecher ist wunschlos glücklich, der hat eigentlich alles. Der hat eigentlich alles, der ist total wunschlos glücklich. Würde ich mal meinen, würde ich mal sagen, würde ich mal denken. Ihr Problem ist, die Schafe kann ich im Moment nicht verwenden, weil ich keinen Stall da drinnen hätte. Da haben wir drin bei der Erika Unterkunft, die hat zwei Kühe. Da haben wir gut Milch. Ey, da haben wir rohes Fleisch. Muss man gucken, 340 rohes Fleisch hat man hier. Und wir haben Milch hier, ohne Ende. Aber wieso haben wir nur von 0,2 Tage Essen? Das verstehe ich im Moment nicht. Wie verteilt das denn das Ganze auf? Weil hier drin hätten wir genügend Fleisch. Was ist in dieser Hütte da? Da ist eigentlich nichts viel. Da fehlen auch die Feldhasen. Vielleicht stellen wir hier vom Feldhasen um auf. Auf Kühe. Oder Schafe. Machen wir mal Schafe. Vielleicht geht der Produx, wo hier, wer arbeitet hier, der Produx. Vielleicht geht der Produx hier und holt die Schafe da aus dem Gehege raus. Wie auch immer, keine Ahnung. Er hat Durst. Jetzt nicht mehr. Das wäre der Brechen. Schwierig, 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 schwierig. Ganz schwierig. Gemeindezentrum müsste gebaut werden. Da wäre es gar nicht so schlecht. Denke ich mal. Der würde uns das Aufschub geben. Der würde uns das Aufschub geben. Oder ist es besser, die Häuser, ich glaube nicht, dass es besser ist, Häuser bei den Produktionen zu bauen. Auf Deutsch gesagt, so kleinere Einheiten, wie zum Beispiel jetzt hier, sage ich mal, wenn ich habe, hier habe ich Holzsammelstelle, Sägewerk, da ist ja Dings, der Stall. Und Sammelhütte und dann hier direkt zwei, drei Häuser und Garten dazu. Ob denn solche Einheiten sinnvoller wären?
Das ist ja die Frage. Niedrig. Niedrig. Es war ein paar angebaut da. Lassen wir die mal so laufen. Was fehlt uns hier oben noch? Da fehlt uns Stein, da fehlt ein grober Tücher auch. Gras fehlt uns da. Drei Stein, 80 Holz. Für Gemeindezentrum bauen wäre eigentlich fast Material komplett vorhanden. Es fehlt nur noch, was uns fehlt, ist Gras und grobe Tücher. Ja, grobe Tücher hätten wir schon was zusammen. He? Da hätten wir schon fast zusammen, würde ich meinen. So. Mama hat geschrieben, Moment schnell. So. So, haben wir. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich in der Sackgasse stecke. Ich weiß nur nicht, welchen. Ey, Alter, wir haben Schafe hier drin. Ja. Leute, wir haben einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schafe da drin und 7 Bewohner. Also, weißt du was? Da drin haben wir nichts, oder? Dann machen wir jetzt Folgendes. Diese Hütte hier reißen wir ab. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt stelle ich wirklich mal einen Stall da rein. So. Dann werden wir den da als erstes bauen. Oder soll er den mal bauen? Und dann stellen wir da Schafe rein. Hallo Uli, willkommen im Stream. Ich gehe kaputt, ich gehe kaputt. Mindestens Schafvermehrung funktioniert, wenn so die Bewohner nicht kommen, da haben wir wenigstens Schafe da drin. Oh Mann, ey. Möchte gesund sein. Besitzt kein Zuhause. Ich möchte umsorgt werden, ja. Ich würde gerne Nachwuchs haben. Paarungszeitalter. Benötigt die Zeit und Möglichkeit, dem Bedürfnis nachzukommen.
Ich äußere mich nicht mehr dazu. Ist alles gut. Ich lasse es jetzt einfach sein. So. Also. Futter bereitstellen. Hundertdreißig. Gras haben wir keins auf Lager, das heißt, da fehlt uns Gras zum Beispiel jetzt hier. Was wir hätten ist, wir haben genügend Fleisch eigentlich, 250 Fleisch. Wir hätten Milch, die Milch können wir aber im Moment nicht verarbeiten, weil wir, Moment schnell, was haben wir da drin? Zwei Kühe. Aktivität. Das heißt, das ist falsch. Okay, Milch ist okay, wenn es ganz oben ist, weil da wäre entweder Wolle oder Milch, das passt soweit. Fleisch eigentlich auch, Futter bereitstellen, Wasser bereitstellen, das ist okay, das passt hier. Hier läuft das. Dieser Stall läuft dort hinten. Ist so gut, wenn du den Schafstall baust. So, frohe Ostern auch dir, Rudi. Das Einzige, was sich bei mir vermehrt, sind die Schafe. Alter Schwede, jetzt mal ohne Flex, ey. Ja, dann gucken wir mal weiter, was passiert. Das Problem ist nur, dass jetzt der Winter kommt, oder? Dass jetzt der Winter kommt. Und sie, wir selber schon neue Bewohner verlieren. Irgendwann haben wir keine Bewohner mehr, nur noch Tiere. Ah, der Wasserbrunnen hat sich gebaut. Der Wasserbrunnen hat sich gebaut und hier hat sich die Molkerei gebaut. Das heißt, da fehlt aber jetzt eigentlich Milch, haben aber kein Personal. So, was passiert? Oh, auch Dings, die Topferei ist gebaut. Leute müsst ihr haben. Wir brauchen Personal. So. Wir brauchen mehr als genügend Personal, Leute. Das ist im Moment Mangelware bei uns. Wieso kann man nicht Tiere einzustellen, dass sie arbeiten? Der Winter naht, wie schaut es überhaupt da aus? Aber was ist passiert in der Zwischenzeit? Wir haben zwar hier alles 100, die haben mega Jobs und unsere Futtervorräte im Moment waren bei 0,9 Tagen. Das heißt, fast von einem ganzen Tag hätten wir Futter auf Vorrat. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Jetzt ist der Winter da. Jetzt hat man unsere Bevölkerungsanzahl, die ist klein in Übersicht, oder? Das heißt, die ist alles noch 100%. Es ist Beginn vom Winter im Moment.
Oh, habt ihr gesehen, was passiert ist? Genau dasselbe, was passiert im Moment mit dem Stefan. Das heißt, er hat verloren am Level. Das geht eigentlich auch. Das heißt, es ist doch gar nicht sicher. Stefan geht drauf. Der Brachem ist ja Level 2 gewesen. Der hat Level verloren und ist jetzt auf Level 1 gefallen. Jetzt kommt er wieder auf Level 2 hoch. Eisiger Winter, ein eisiger Wind pfeift durch die Häuser der Stadt und die Atemwolken der Menschen scheinen dichter als sonst. Ein guter Vorrat an Feuerholz und warmen Decken sind in diesem Winter unentbehrlich. Aber genau das hat mir noch gefehlt, ja. Nur noch genau das hat mir gefehlt. Das heißt, der geht schon als erstes drauf. Der geht jetzt eigentlich, ja. Bei 11% ist der Arme. Sag aber schon mal RIP. Zwei, eins, sterben, tot. Aber die Leute verlieren teilweise ein Level im Moment. Auch der Luca geht im Level drunter. Der Braham, der hält sich noch im Moment an so 45% Grenze mit seinem Leben. Ja, der Rest könnte überleben eigentlich, hä? Ja, Winter durch. Ruhe und Frieden. Ciao. Mach's gut, Stefan. 25-jährig ist er von uns gegangen. Leider ist er erfroren. Leider ist er erfroren. Nur noch sechs Bewohner. Aber das heißt ganz einfach, dass die Leute auch ein Level verlieren können. Das heißt, es ist nicht sicher, wenn sie Level 2 haben, dass sie dann eigentlich auf 2 bleiben. Sondern, Wiggy Hypercoaster. Oder NRW Iggy. Willkommen im Stream. Frohe Ostern gleichfalls. Das heißt, es ist gar nicht so sicher, dass die Leute, wenn sie ihr Level haben, dass sie dieses Level behalten. Das heißt, wenn die Umstände nicht passen, beziehungsweise wenn die Sachen fehlen, dann verlieren sie auch Level. Ja, schön. Gut zu wissen. Hä? Eins, zwei, ich zähle mal die Schafe. Drei, sechs, neun. 10 haben wir mittlerweile, noch eins mehr. Das heißt, wir haben 6 Bewohner und 10 Schafe. Wenn unsere Stadtentwicklung so weitergeht, dann haben wir eines Tages 0 Bewohner und irgendwie 50 Schafe. Aber wer würde schon zu uns gerne ziehen, wenn nicht einmal das Gemeindezentrum steht, wenn nicht einmal die Mülldeponie steht? Wisst ihr, was ich meine? Die Mülldeponie ist auch nicht gebaut noch, oder? Ah doch, sie steht jetzt mittlerweile beide. Das ist schon mal gut. Schon zwei Mülldeponien stehen hier. Das ist schon mal in Ordnung. Wenigstens etwas. Was sagt unser Stall hier? Futter bereitstellen. Hätten wir noch 124. Das ist gut. Fleisch, kein Fleisch haben wir mittlerweile. Erika ist noch schön tapfer da drin mit zwei Kühen. So, das passt. Wir müssen jetzt nachher wirklich unseren Schafstall haben und die ganzen Schafe hier loswerden. Aus unserem Gartenbeet, würde ich sagen. Das heißt, auf Deutsch gesagt, eigentlich habe ich einen Plan. Ein Gartenbeet bauen, Tiere draufsetzen lassen, dass die Tiere da halt reinkommen und nachher Zaun rundherum bauen. Die habt da schon die Tiere eingezäunt. Gleichzeitig wäre denn, aber das müsst ihr dann eh später machen. Das heißt, erst wenn ihr Wasserbrunnen habt, dann habt ihr einen Wasserbrunnen hier, wo Wasser versorgt das Ganze.
Und dann hättet ihr nachher einen Stall rein, so wie ich jetzt. Aber das ist jetzt alles zu spät gekommen, würde ich mal sagen. Vielleicht wäre das dieser Plan zum Überleben nachher. Weil die Schafe haben überlebt und die haben sich vermehrt, oder? Die Kuh, wo drinnen war, die ist abgestorben. Das heißt, für die Kuh war kein Wasser vorhanden. Die bräuchte mehr Wasser als die Schafe jetzt aktuell. Wenn man jetzt anschaut, Moment schnell, zweijährig, gucken wir mal, wo man das älteste Schaf findet. Zweijährig, drei, vier. Könnt ihr nicht mal stehen bleiben? Hallo. Zwei, 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 drei. Der war dieses Schaf hier. Möchte umsorgt werden, haben wir keinen Stall. Möchte nicht verhungern, zu hungern, also, zu messen hast du genug hier, hast du ganz im Gartenbeet. Jetzt muss ich aufhören zu heulen. So. Obwohl ihr seht, auch Schaf hat Appetit, das heißt, das hat nicht genug. Ist müde im Moment, aus dem Grund schläft es, ist klar, ist vierjährig, wisst ihr, was ich meine? Wenn man ein gewisses Alter kommt, dann ist es so wie bei mir, oder? Mag ich auch nicht mehr so. Schaf ich. Das heißt, dieser Stall hier wäre gar nicht so schlecht, wenn sich der bauen würde. Aber eben, diese Ressourcen, wo mir fehlen. Was haben wir hier drin? Getreide. 20 Gras auf Lager. Wir haben hier null Bäume. Personal, klar, wir haben ja kein Personal. Viel mehr kann ich nicht mehr einstellen, weil jetzt ist ja langsam Feierabend mit Personal. Da ist die Silvia dran. Wenn dir das Personal fehlt, das heißt, wir haben 6 Personen im Moment von 14, wo wir hatten. Mit 10 haben wir angefangen. Da ist auch keiner mehr bei der Dingstelle. Hier haben wir auch nochmal eine Stelle, ist auch keiner mehr. Das heißt, ja, wie willst du das? Wie willst du Holz haben, etwas bauen, wenn du keine Leute hast? Wird schwierig, hä? Wird diese Entwicklung sehr schwierig sein, hier auf grünen 2 zu kommen? Oder was meint der Chat? So. Was aber der Prodi meint, er muss jetzt auf Toilette. Ich bin gleich zurück. Lass euch kurz Musik laufen nebenbei, würde ich sagen. Und gehe schnell auf Toilette, komme gleich. Ihr hättet zwar Musik von dem Spiel, aber mach aber was Schönes rein. La la la. Suchen wir da. I hear you laughing. Bin gleich zurück. And I see you smile. Your love.
so I can breathe. I can see when I got your love. When I got your love, I can dream. I believe when I got your love. When I got your love. I can see when I got your love. When I got your love, oh, I can dream. I believe when I got your love. I scroll down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see. He had his hand around your waist and a smile on your face like the way you look at me. It was only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete with that, 'cause you were friends since you were kids and it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, so, wieder da. Also, machen wir Musik wieder runter. Lass aber nebenbei ein bisschen Musik laufen, würde ich sagen, oder? So. Und gucken, was jetzt hier passiert ist oder nicht passiert ist. Unser Schafstall ist noch nicht gebaut. Unser Futtervorrat ist gesunken. Der wäre nämlich ganz gut, weil da hätten wir ein paar Schafe hier, wo wir den eigentlich dem Messer geben könnten. Diese Waldhütte oder Schutzhütte wurde noch nicht gebaut, da hinten eigentlich auch noch nicht. Unser Dorfzentrum fehlt da noch sicher einiges, oder? Ja klar. Was frage ich überhaupt nach? Und neue Bewohner haben wir auch noch nicht. Hallo, Entschuldigung, ich bräuchte neue Bewohner. So, das war eine schöne Musik, okay? Keine Ahnung, ich war auf der Toilette, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe auch den Stream nicht geschaut in der Zwischenzeit. Wir bräuchten Bewohner und so, liebes Spiel. Wir gucken auch bis zum nächsten Winter ganz schön für die Bewohner. Im Winter kann ich nichts garantieren und so. Das heißt, was im Winter passiert, kann ich euch nicht sagen. Die bleiben meistens nur, das ist die ganze Zeit sind da so Saisonierarbeiter. Die bleiben einfach das sind eigentlich Arbeiter für schön Wetter und so. Die bleiben vom Frühling bis Herbst, bis Ende Herbst, im Winter sind sie meistens spurlos verschwunden. Man findet sie auch nicht mehr. Keine Ahnung, wo die bleiben nachher. Aber jetzt mal eine Frage, oder? Frage von den Chat. Diese 10 Schafe sind schon, oder ein bisschen mehr mittlerweile, glaube ich, die sind schon faszinierend hier in diesem Gehege, oder?
Das sind einfach Selbstversorgerschafe. Wisst ihr, was ich meine? Das sind wirklich Selbstversorgerschafe. Ja, mit 4 Schafen in diesem Gehege hat man angefangen. Ich fasse es einfach nicht. Ich muss ganz ehrlich, ich fasse es einfach nicht. Ich fasse es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Aber ich würde sagen, ziemlich einiges, hä? Also weißt du, wo wir anfangen? Ja, normalerweise ganz langsam, oder? Donny. Normalerweise ganz langsam. Mein Problem ist jetzt einfach, dass ich kaum Bewohner habe. Und dadurch, dass ich keine Bewohner habe, kann ich kaum Arbeitsplätze besetzen. Beziehungsweise die ganzen Produktionen kann man kaum besetzen. Da jagt der Wolf eine Kuh. Das heißt, die Wölfe werden immer mehr zu Plage. Die Kuh hätte hier noch Platz in dem Dings drinnen, hä? Weißt du, erstmal mit Schafen. Ja gut, was heißt erstmal mit Schafen? Ich habe ja hier die Kühe, oder? Aber eben, jetzt erst muss man dieser Stall gebaut werden, weißt du, meine? Mein Problem ist jetzt einfach nicht mit Schafen, sondern mein Problem ist ja, dass ich zu viele Bauten aufgesetzt habe, zu wenig Personal habe, wo Material liefert, damit die restlichen Bauten fertiggestellt werden. Das ist mein Problem im Moment, weißt du, was ich meine? Das heißt, ich habe am Anfang zu viele Sachen hingesetzt, die wurden nicht fertig gebaut, ich habe die Prioritäten nicht gesetzt und das ist jetzt mein Problem eigentlich in der ganzen Geschichte, oder? Weil ich jetzt so wenig Leute habe, wo eigentlich das Material liefern könnten, damit das Rest noch fertig gebaut hat. Weil was bringt mir jetzt hier? Ein Sägeplatz, wo niemand da ist. Ich habe hier auch noch einen Sägeplatz, ist auch niemand da. Weil halt Personal fehlt. Das ist ein Problem. Ich hätte ja eigentlich, oder? Hier haben sich, das heißt, der Stall hier ist gar nicht so schlecht, weil hier haben wir schon 2 Kühe. Und diese 2 Kühe liefern uns mittlerweile haben 145 Liter Milch oder 155 Einheiten Milch. Und wir hatten vorher Fleisch. Das Fleisch wurde in dem Fall gebraten, was auch immer. Das ist weg, verbraucht, aufgegessen. Jetzt wäre es schön, wenn sich dieser Schafstall hier Platz erbauen würde, weil da könnte ich das als Schafe setzen. Weil die Schafe haben sich vermehrt, oder? Ich habe hier das Gartenbeet gebaut und da habe ich gesagt, dass die Wildtiere nicht drauf gehen. Beziehungsweise habe ich gesehen, Schafe sind drauf und eine Kuh war drauf. Dass die Tiere hier nicht essen, zäune ich das Ganze ein. Das Resultat von dem ganzen Einzäunen ist so, die Schafe sind jetzt in diesem Zaun drin, die kriegst du jetzt nicht raus, den Zaun kannst du nicht abreißen. Also, soweit gut. Die Kuh, die ist draufgegangen, weil kein Wasser. Aber die Schafe sind hier. Jetzt wollte ich ja Schafstall bauen, damit ich dann die Schafe im Stall habe und gleichzeitig den halt vom Feld wegbekomme. Das heißt, ich kann die Schafe überflüssigen, würde ich den halt schlachten. Aber im Moment kein Personal, kein Holz, keine Hütte. So einfach ist die Geschichte. Dieses Umzäunen von zum Beispiel jetzt hier Gartenberg, das ist ja gut. Das ist ja, der Hase läuft trotzdem durch, weil der Hase kommt durch den Zaun durch. Aber das würde ich hier später machen, nicht mehr so in der frühen Phase. Das Einzige, was meine Überlegung ist, oder? Die Einzige, wo ich Überlegung noch habe, ob das sinnvoll wäre, dass ich Einheiten, dass ich Gruppen baue. Was heißt Gruppen? Also, sag aber hier, das ist jetzt eine Einheit, oder? Hier da drauf. Da führt er jetzt noch, das heißt, da hat man einen
Sägewerk oder Forstplatz, ein Sägewerk, Sammelhütte und jetzt noch zwei, sag ich mal, da braucht man eine Person, da braucht man eine Person, nein, zwei, da sind schon drei, da brauchten wir drei, das wären sechs. Sechs plus nachher Gartenbeet, alles drum und das heißt mindestens drei bis vier Häuser rundherum und Gartenbeet. Ob das, solche Einheiten zu bauen, gescheiter ist, als wie hier, wo Häuser quasi dieses Zentrum da rundherum bilden und die Arbeitsplätze draußen sind. Das ist meine Frage, wo sich stellt. Weißt du, meine, dass ich einfach quasi so Einheit bauen wie Gartenbeet und dann so einen Stall dazu und ja. Ob das mehr bringt. Das bin ich nicht sicher. Weil ich hänge jetzt einfach auf diesen sechs Bewohnern fest. Und jetzt geht es weder vorwärts noch rückwärts, oder? Sechs Bewohner, aber dafür habe ich unendliche Schafe im Zaun. Versuch wäre es wert. Ich glaube, das werde ich. Ich werde das mal out of stream mal testen. Out of stream mal das Ganze testen und dann euch mal perfektes Ergebnis mal probieren zu präsentieren, wie das geht. Ob denn das aufgeht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Lars, habe ich auf dem Stream. Wenn jetzt Leute dazu ziehen würden, wäre eigentlich Vorteil, oder? Komm, spule aber ein bisschen vor. Entweder geht alles drauf. Entweder geht alles drauf oder irgendwas wurde gebaut. Irgendwas hat geklingelt. Da oben stand ja schon alles eigentlich, da diese drei Geschichten. Da stand auch. Da hinten ist auch noch nichts gebaut, nein. Da fehlt uns eigentlich bei den ganzen Aufgaben auch noch Material. Jan, Hyperkonstrin. Jan, Freue Ostern, auch an allen anderen. Na, was macht das Dorf? Lars. Lars, ich bin ein richtiger Bauer. Guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Schafe habe ich. Aber nur 6 Bewohner, das heißt, unsere Tierpopulation hat sich verdoppelt. Unsere Bevölkerung hat sich aber verkleinert. Dir auch. So. Unsere Population an Tieren hat sich verdoppelt, aber unsere Population an Bevölkerung hat sich halbiert. Also, jetzt weiß ich ja, was das Dorf macht. Eines Tages werde ich umbenennen das Ganze in Schafsdorf. Micha geht nicht, weil im Moment keine Leute gespawnt sind. Das sollte Essen reichen. Wir haben Essen von 0,1 Tag. Das reicht nicht. Wir brauchen neue Bewohner. Ohne neue Bewohner gibt es gar nichts. Im Moment, ich kann es nicht nachvollziehen, im Moment will ja keiner in mein Dorf ziehen. Im Moment will ja keiner zu mir ziehen, ich kann es einfach nicht nachvollziehen.
Das heißt, ich habe ja meistens eh so nur Saisonierarbeiter, die kommen im Frühling und gehen am Anfang Winter, verschwinden sie spurlos. Ich weiß auch nicht wieso. Dabei werden sie gut versorgt und bezahlt, weißt du, was ich meine? Müsste ich Friedhof bauen, wäre Friedhof jetzt schon voll. Ist eigentlich nicht zum Lachen, es ist traurig. Jan, willst du nicht das Spiel spielen und mir zeigen, wie es geht? Ich mache jetzt einfach so weit, entweder habe ich gar keine Bewohner mehr oder ich habe nur noch Tiere drauf. Dann bin ich aber die ganzen Dings ins Tierhausen. Gerade keine Zeit, ja komm jetzt. Ganz, ganz viele Schafe haben und so. In Einsiedle haben da nicht so viel Schaf. Was ich meine? Wer versorgt die Tiere? Niemand. Gartenbett wächst ja auch alle. Die versorgen sich oder also unsere Selbstversorgerschafe hier. Es sind unsere Selbstversorgerschafe, ja, Lars. Guck mal an. Da wächst die ganze Zeit, fressen sie weg, alles drum und dran und ja. Ich glaube, darum haben wir zu wenig gegessen, weil die Schafe alles wegfuttern. Ich glaube, darum hat man zu wenig Futter, weil die Schafe alles wegfuttern. Weil die grasen das alles ab, kaum wächst, was noch. Zum Glück schaffen sie jetzt. Jetzt mal einfach mal, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist mein vierter oder fünfter Neuanfang und ich glaube, je öfter, dass ich angefangen habe, umso blöder habe ich mich angestellt und so schlimmer war die ganze Geschichte. Umso mehr habe ich mein Dorf an Wand gefahren. Von Bewohnern kommen aber auch keine. Ich verstehe aber nicht wieso. Ich habe vier bekommen und seit diesen vier, letzten vier kamen niemand mehr dazu. Das war noch im ersten Jahr, wir sind mittlerweile im dritten Jahr. Oh, Moment. Jetzt. Unterkunft verschaffen, das ist gut. Personal einstellen, egal wer. Products arbeitet 100%, egal. Products, du musst 200% geben, das geht nicht anders. Du musst jetzt einfach 200% geben, Brody. So, Schafe hast du genügend auf dem Feld, würde ich sagen. Schnell einfangen, reinziehen und nachher, wenn wir Schafe drinnen haben, werden wir zuerst mal Hof Bergmann mit Metzgerei spielen. So.
Gelagerte Güter, drei Bretter. Ah, erste Schaf ist schon drin, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, lass aber das. Zweite Schaf ist drin, ist auch gut. Ja, 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 ja. Dritte Schaf ist drin, ja. Komm, mach aber voll. Nochmal ein Schaf, komm. Komm, komm, komm. Schaf, Schaf, Schaf. Schlachte das Tier. Komm. Unbedingt folge dem Ziellein. Wir haben 20 Mil bekommen auf das. Das ist schon mal gut. Fleisch haben wir noch keins. Ein regnerischer Sommer, ja super. Dieses Jahr ist Sommer zwar schön warm, aber trockene Tage sind eine Seltenheit. Steiner drückt auf die Stimmung. Ja, genau sowas habe ich nur gebraucht. Genau neben allen Problemen, die ich habe, hat mir das noch gefehlt. Wurde so was gebaut? Nein. Ah, hier hat man auch noch was platziert. Da haben wir auch noch Stall platziert. Ja, genau. Da oben haben wir nichts mehr. Irgendwo habe ich noch eine, glaube ich, habe ich nicht da noch hinten noch eine Stammstelle gestellt. Nein. Nein, habe ich nicht. Ah, da ist der Kuh, wo schläft, oder? Bist du tot? Ah, da ist sie lebt. Die ist tot. Die ist gestorben. Hallo? Zündet eine Kerze im Chat für die Kuh. Da ist auch noch im Bau. Da hinten ist auch noch im Bau. Wie schaut es da bei uns eigentlich auch? Milch hätte wir, das ist gut, die zwei Kühe. Also gucken wir zu unseren Schäfchen rüber. Das eine sollte geschlachtet werden. Aber mit dem haben wir trotzdem nicht mehr Futter. Ich beobachte mal die Schafe, was passiert. Uns fehlt einfach Personal, das ist unser Problem. Hätten wir wieder 10 Personen, wäre es einiges besser gewesen. Ich glaube, ich muss das zum Anfang muss ich anders machen. Ich muss den Start anders machen, würde ich mal sagen, Leute. Ich muss wirklich den Start ganz anders machen. Ich glaube, dieser Start, dieser Beginn ist das A und O von dem Spiel. Gartenbeet? Ich habe eine Überlegung. Gartenbeet? Stall? Weizenfeld?
Weil vor allem das Gartenbeet zieht ja die Tiere an. So kommst du zu den Schafen. Du brauchst aber Bewohner auf Level 2 zu dem Zeitpunkt, dass du das bauen kannst. Katze klaut Stoff. Die blöde Katze. Ich habe eh schon zu wenig Leute und keine Ahnung was und die klaut jetzt noch Stoff. Der gestiefelte Kater kam vorbei und hat uns Stoff weggeklaut. Nee, aber Überlegung ist wirklich, das heißt Beginn, gucken, dass der auf Level 2 kommt und nachher halt Gartenbeet. Da sind relativ viele Schafe unterwegs, das seht ihr jetzt schon. Das müsste schon langsam geschlachtet werden. Dann habt ihr Schafe, mit dem bekommt ihr Wolle. Mit Wolle könnt ihr nachher Kleider und die Sachen machen. Aber Schafstall bekommt ihr erst ab Level 2. Level 1 habt ihr das noch nicht. Das wäre in meinen Augen gar nicht so eine schlechte Positionierung. Und erst danach einzäunen, wenn genügend Tiere auf eurem Gelände herumlaufen, den Zaun rundherum bauen. Aber zu dem Zeitpunkt muss dann schon der Stall stehen. Zu dem Zeitpunkt muss der Stall aber stehen. Vorher ja nicht einzäunen. Weil Problem ist ja der, was ich gesagt habe, das heißt den Zaun. Mindestens in jetziger Version oder jetziger Möglichkeit könnt ihr den Zaun nicht abreißen. Ihr könnt das Feld abreißen, wo da ist. Feld abreißen, aber mehr könnt ihr nicht abreißen. Das heißt, den Zaun könnt ihr nicht abreißen. Aus dem Grund Zaun eher später bauen. Weil ihr seht ja, wie sich das Ganze vermehrt hat im Laufe der Zeit. Das heißt, ich habe angefangen, oder wo ich das eingezäunt habe, waren 4 Schafe und eine Kuh drin. Und jetzt seht ihr, was passiert ist in der Laufe der Zeit. Die Kuh ist draufgegangen, weil kein Wasser hatte. Die Schafe haben überlebt und die haben sich vermehrt. Und wie vermehrt in diesen 2-3 Jahren? Und sie kommen da nicht raus. So, das eine Schaf wurde gekillt. Wir haben Wolle rausbekommen, wir haben Milch, wir haben Fleisch. Fleisch wird jetzt rausgenommen. 2 Plätze haben wir. Das heißt eben, jetzt noch da, dass wir 2 würde ich behalten. Und wenn voll wäre, dann lieber 2 wegnehmen. Optimal wäre, dass das Ganze gefüllt ist. So habt ihr ein bisschen Versorgung nachher. Und ich denke, wenn man dann genügend Mitarbeiter hätte oder genügend Bewohner hätte, dann würde das irgendwie aufgehen. Aber so geht es jetzt gar nicht auf, weil mein Problem ist, ich habe zu wenig Leute. Und aus irgendeinem Grund kommen zu mir im Moment gar keine Leute. Ja, ich kann ich nicht nachvollziehen. Dabei ist, seht ihr, Schafe sind glücklich, eingezäut und so. Ja gut, vor dem Winter würde ich auch nicht zu mir ziehen, aber okay. Das ist ein anderes Thema. Eine Bordgrube haben wir wo? Irgendwo dahinter war. Ah, da oben ist sie. Sieht gut aus. Walter holt sich auch langsam, weil nichts abgeholzt wird, weil kein Personal da. Das ist das Einzige, was ich mir vorstelle. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen, dass es anders funktionieren würde. 3 Kleidungsstücke hätte man. Einfache Kleidung, 3 Stück hat man gelagert. Große Tücher hat man aber 0. 21 Wolle hätte man da. Aber Gras fehlt uns. Dieses Gras, das Gras, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach, ich glaube, das kann man sogar platzieren, weil ich glaube, die Grasflächen kann man sogar machen. Die Frage ist einfach, wenn man nicht Grasflächen macht und dann die einzäunt. Und dann die einzäunt, Grasflächen.
Und da wäre Gras eigentlich in der Nähe von der Hütte, von so einer Sammelhütte, eigentlich das Beste. Meiner Meinung nach. Kein Kaffee mehr. Gut. So, liebe Leute. Ich würde aber jetzt sagen, folgendes. Wir machen knapp eine halbe Stunde oder ein bisschen mehr Pause. Ich mache mir ein bisschen frisch und würde sagen, spätestens um 1 Uhr sieht man sich in dem Spiel. In dem Spiel Horizon Forbidden West. Das ist dieses Game, wo wir letztens Dings gemacht haben, die Story-Mission, wo wir mit diesem wunderschönen Aufzug gefahren sind. Machen wir hier weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Ab circa 13 Uhr, vielleicht ein bisschen vorher. Ich stelle jetzt alles um, stelle alles ein und würde sagen, dann legen wir danach gleich los. Mach mich ein bisschen frisch. Bevor das dann am Abend wieder der Landwirtschaftssimulator kommt, mach mir aber Gedanken nebenbei, wie ich hier das Ganze machen würde, machen soll, damit das ausschaut. Das heißt, dieser Spielstand hier, würde ich sagen, wird sehr schnell eher Geschichte sein, als etwas anderes. Anfang Nummer 6. Gut, also, die, wo man nicht mehr sieht, wünsche ich schönen Sonntag und die anderen bis später.